Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich überziehe heute mal ein Bild mit dem Deckschichtharz. Kann ich euch auch mal kurz zeigen. Da dürft ihr dann dabei sein. Ich kann euch jetzt schon sagen, es ist nicht hundertprozentig. Ich zeige euch aber trotzdem das Video, damit ihr seht, wie es geht. Ganz wichtig ist, die Bilder vorher zu reinigen. Ich bin da manchmal auch nicht ganz so hundertprozentig. Also ich mache das dann auch mit Isopropanol. Wirklich gut reinigen. Es sollte halt wirklich silikonfrei sein, fettfrei sein. Das ist ganz wichtig. Hab das danach auch nochmal mit Silikonentferner gereinigt. Aber nur, dass ihr es einfach seht und dass ihr eine glatte Oberfläche bekommt. Weil wenn ihr Bilder vorher mit Silikon bearbeitet habt, Silikonöl oder was auch immer, habt ihr ja diese Stelle noch im Bild drin und die sollten richtig sauber sein bzw. entfernt werden, damit das Harz nicht reagiert darauf, zum Beispiel Kraterbildungen bildet. Das ist immer die Gefahr dabei. Also, lasst uns starten. Ist eigentlich ein kurzes Video, weil da braucht man nicht viel dazu. Wenn ihr noch ein Video möchtet, wo ich alles komplett mal erkläre, wie ich das reinige und so weiter, also ausführlicher erkläre, schreibt mir gerne in die Kommentare rein und dann lasst uns starten. Bis gleich. Okay. Nachdem ich das jetzt vorbereitet habe, schön angerührt, die Kramwaage weg, schütten wir das einfach drauf, in der Hoffnung, dass die 300 Gramm ausreichend sind. Ihr seht schon, wie es krumm läuft. Ein bisschen krumm ist der Rahmen. Okay. Verteile das jetzt einfach mal so auf die Fläche. Ja, es wird eng. Da streichen wir noch ein bisschen nach. Also schau, dass hier die Becher dann nicht direkt an die Kanten habt, also mehr innen setzen. Und jetzt schauen wir mal, wie die Kanten bedeckt sind.
Okay. Und da ich jetzt eigentlich einen Fahrstabilisator und in den Lüfter reingemacht habe, brauche ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr erhitzen. Weil jedes Mal, wenn ihr auch das Harz erhitzt, wird es etwas dünner und schrumpft ein bisschen. Da habe ich noch was drin, sehe ich gerade. Das passt. Ich habe vereinzelte Zellen drin, da Luftbläschen, sage ich jetzt mal, nur ganz leicht drüber und der Rest entlüftet dann von alleine. Das werde ich jetzt so lassen. Na, da wo ich noch ein paar Sachen sehe. Okay. Das war's eigentlich schon. Jetzt ist das Beste, wenn wir irgendwas suchen, mit dem wir es abdecken können. Da muss ich auch mal erst noch schauen. Nehmen wir mal die destillierte Wasserkanister. Weil der Staub, was jetzt alles noch runterfällt über die Nacht, wo es trocknet, sollte eigentlich nicht auf das Bild kommen. So, was nehme ich da jetzt? Ich nehme jetzt hier einfach mal einen großen Bilderrahmen, lege den hier drüber. So. Ich schaue nochmal, ob alles bedeckt ist. Gut. Also das ist eigentlich auch, muss ich dazu sagen, ein Rahmen, der nicht ganz gerade ist. Er ist etwas krumm. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Dann lassen wir das jetzt trocknen und zeige es euch, wenn es getrocknet ist. Dann bis gleich. So Freunde, nur noch mal kurz. Nimm es nochmal ab. Weiß nicht, ob ihr es hier auch sehen könnt. Und zwar diese Tropfen solltet ihr etwas abwischen. Sonst habt ihr die nachher am Bild. Und wenn es dann an der Wand hängt, stören die Tropfen natürlich. Ihr seht, ich lange auch ohne Handschuhe hin. Habt da keine Angst davor. Es ist immer besser mit Handschuhen zu arbeiten, ich rate jedem. Manche Leute sind vielleicht empfindlicher, die reagieren dann allergisch dagegen, aber besser ist es auf jeden Fall. Ihr könnt immer so lange warten, ich sage jetzt einfach mal circa eine Viertelstunde, oder ihr seht einfach, wenn die Tropfen immer langsamer werden und dann hängen sie irgendwann mal wie so eine Schnur, sage ich jetzt mal. Dann einfach nochmal abwischen und dann bleibt das auch so, weil die später abzumachen, dann müsst ihr sie praktisch abschneiden mit dem Messer. Okay,
Das nur noch mal zur Info auch für euch. Und dann, wie gesagt, schön abdecken, damit es staubfrei trocknen kann. Okay, ja, das habe ich fast vergessen zu sagen. Dann bis gleich. Hallo, ich bin zurück jetzt. Jetzt habe ich es mal 2 Tage stehen lassen. Machen wir es mal runter. Jetzt schauen wir mal, was wir erreicht haben. Okay. Ihr seht, es ist gut, aber ich habe stellenweise noch teilweise, ich sag mal, wie so kleine Dellen drin. Das heißt Dellen, wo anscheinend immer noch etwas Silikon auf dem Bild war. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob Silikon im Ferner zum Schluss, wo ich noch drüber gewischt habe, ob das so optimal ist. Es reicht eigentlich mit Isopropanol, also mit Alkohol, zu reinigen. Okay, ich zeige es euch mal von nahem, weil das Wichtigste ist wirklich das Reinigen des Bildes davor, damit wirklich eine glatte Oberfläche besteht. Ich kann euch auch mal das Bild noch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Es ist wirklich verbogen. Also es war vorher schon verbogen. Das ist jetzt kein teurer Rahmen gewesen. Aber ich zeige es euch mal von daheim. So, Freunde, ihr seht, es glänzt eigentlich gut. Ist soweit auch alles bedeckt. Und ihr seht halt einfach, wenn man es mit Harz beschichtet, kommen die Farben halt nochmal einen Ticken besser raus. So, jetzt schauen wir mal hier. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe hier eine schöne glatte Oberfläche. Habe aber natürlich jetzt etwas schwierig vom Licht her zu sehen. Vielleicht könnt ihr das hier ein bisschen erkennen. So leichte, will nicht sagen Pünktchen, also so kleine Dellen drin. Also noch etwas besser putzen. Also das Wichtigste ist wirklich das Bild gut zu reinigen. Aber ich habe trotzdem eine komplette Fläche geschaffen. Das passt soweit. Ich kann euch mal vielleicht noch mal zeigen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier sieht man vielleicht, wie krumm das Bild ist. Also da kann der Boden oder der Tisch so gerade sein, in der Waage ausgemessen. Wenn natürlich das Bild, so wie ihr es hier seht, nicht ganz gerade ist, auch nicht so optimal. Gut, damit wollte ich euch einmal zeigen, wie man mit diesem dünnen Deckschichtharz ein Bild übergießt. Das passt eigentlich schon soweit. Seht ihr hier? Okay. Zur Not kann man dann einfach noch mal eine Schicht drüber machen. Und dann ist es hundertprozentig glatt. Mache ich jetzt aber bei diesem Bild nicht, weil das war jetzt eigentlich ein Bild, was eh sehr verlaufen war. Aber einfach, dass man den Unterschied sieht, wenn man es mit Harz überzieht, wie die Farben dann einfach nochmal, ich will nicht sagen, ja doch, 50-60% besser rauskommen, wie es vorher war. Okay, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch was gebracht. Und ihr seht, ich bin auch nicht perfekt, habe ich auch nie gesagt. Aber ich zeige euch ja trotzdem die Bilder.
Und dann war es das von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.